Die haben wir immer aus Versehen irgendwo stehen gelassen. Nee, also das war für uns keine Option. ETB 90, die geilste Trittstufe, wie ich finde. Wow. Das hier, das ist einer unserer Hocker zum Einsteigen. Nee, wir haben nicht mehrere. Wir hatten so nacheinander immer mehrere, weil die haben wir immer aus Versehen irgendwo stehen gelassen an den Stellplätzen. Wir haben uns das schon immer probiert zu merken, indem wir so eine Kärtchen gemacht haben oder Zettelchen und lalala. Aber irgendwie sind uns davon 3 Stück abhandengekommen und das ist jetzt hier die 4. Ja, einige von euch haben uns ein paar Tipps gegeben, wie man dem entgegenwirken kann. Irgendwelche Benzels oder so, oder ganz schlau war auch, kettet das Ding doch ans Auto oder so. Das war dann keine Option für uns. Ja, und wie soll das auch aussehen, ans Auto binden? Liegt da eine fette Schnur oder eine Kette? Aber vielleicht sieht es ja auch so aus. So, haben wir alles, wa? Komisch an. Ist vielleicht nur draußen. Haben wir den Hocker? Nee, also das war für uns keine Option und deshalb haben wir uns für eine automatische Trittstufe entschieden. Wir haben uns für eine Trittstufe von Alpha Dynamic entschieden. Es ist die ETB 900, 90 cm breit. Und das Geile daran ist, wenn die eingefahren ist, dann sieht man die nicht unter dem Van, weil sie unten drunter hängt. Das ist hier mit diesem Klappmotor realisiert worden. Das ist der Lieferumfang. Steuergerät, vorkonfektioniert mit einem Kabelsatz. Spezielle Halter für euer Auto abgestimmt. Der kommt direkt zwischen die Schweller geschraubt und an diese richtig gut haltbaren Teile kommen, wie gesagt, diese Motoren mit der Schwenkmechanik. Und zum Schluss wird dann das Brett hier an die Mechanik rangeschraubt und dann sollte das so ausklappbar sein. Das werdet ihr heute am Ende des Videos sehen. Genau. Ja, fangen wir mal an. So, zum Verständnis, diese speziellen Halter kommen kopfüber zwischen die Schweller. Ich habe hier schon mal einen so reingeklemmt. So, dann werden hier 2 Löcher gebohrt und hier in den Schweller 2 Löcher gebohrt und hier wird der Motor zwischengeklemmt, der hängt dann hier. So, ich habe jetzt beide schon hier reingeklemmt. Das geht bei dem L5 Chassis oder ein L4 beim Boxer oder Jumper. Hier ist die Aufnahme für den Wagenheber, rechts daneben, und hier passt sie eigentlich nur an diese Stelle, weil hier schon wieder ein Schweller kommt. Hier genauso, so weit wie möglich außen. Und wir haben hier von der Halterung zur Halterung habe ich jetzt hier circa 62 cm. So, jetzt noch anzeichnen und ein bisschen bohren. So, hier kommen jetzt Einnietmuttern hin, damit das Ding sich hinten schön festkrallen kann. So, es sind M8er Einnietmuttern. Dazu muss ich hier den Einsatz tauschen. Und diese Zange, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich die noch so oft brauche, seitdem ich die habe. Aber die ist immer wieder richtig geil. Das Gute an der ist, wenn du die Mutter gezogen hast, dann musst du nicht das ganze Ding rausschrauben, sondern hast hier hinten eine Stange. Damit lädst du quasi vorne rauf. Und wenn sie dann drin ist, dann brauchst du nur am Stab zu ziehen und das ganze Ding ist ab. Ich verlinke euch das Ding nochmal oben, falls ihr es noch nicht gesehen habt.
Richtig geiles Teil. Und ich glaube, aber ich muss es auch rausschrauben, weil so viel Platz habe ich jetzt gar nicht unterm Auto. Na, mal gucken. So. So. Fein. So, weil es ja sein kann, dass jetzt da ein paar Späne drin rumliegen, mache ich hier nochmal Hohlraumkonservierung rein. Quasi, ja, die Späne werden umschlossen von dem Wachs und können so nichts mehr anrichten. So der Plan. Und vorne machen wir noch Brando Corux drauf, Rostschutzgrund 3-in-1. Damit hier vorne auch nichts passieren kann. Gut, jetzt lassen wir das noch ein bisschen trocknen und dann können wir die Montage schon angehen. Ja, die Stufe, die ist 100.000 Mal ein- und ausgefahren im Test. Die ist entwickelt für Temperaturbereich von minus 30 bis plus 80 Grad. Also ich denke mal, das sieht schon alles ganz gut aus. Wenn man sich den Motor hier anguckt, die Drähte, die da reingehen, die sind auch komplett vergossen. Also hier ist nicht eine Öffnung irgendwie zu sehen, wegen dass da Schmutz und Dreck reinkommt und Feuchtigkeit. Also macht einen richtig guten Eindruck. Ich habe hier die Vorabversion bekommen vom Einbau. Da werde ich noch Feedback geben zu Alpha Dynamic, damit ihr dann die richtig geile Version kriegt. Also ihr profitiert quasi schon von diesem Einbau. Ja, cool. Erstmal vielen Dank an Alpha Dynamic, dass ich die Stufe hier einbauen darf. Und kriegt dann Feedback von mir auf alle Fälle. Wenn ich einen Code oder einen Rabatt oder so ausgehandelt habe, den findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, weil ich finde, diese Stufe, die sieht einfach mal viel genialer aus als die silberne Einstiegsstufe, die so langsam da rausgefahren kommt. Also ich bin richtig gespannt. Gut, wir montieren jetzt die Dinger und dann müssen wir nur noch die Elektrik anschließen. So, wenn man die vier Schrauben jetzt festschraubt, ist darauf zu achten, dass diese hier noch nicht richtig festgeschraubt sind, weil das spannt sich hier so ein bisschen. Und wenn die jetzt schon festgeschraubt sind, dann verzieht sich das hier alles. Also die immer als letztes richtig festziehen und die vier aber richtig schön festmachen schon. So. Hier auch noch. Gut. Den hier jetzt auch. Gut. Und den kann man jetzt als letztes festschrauben. So, die Kabeldurchführung hat mir ein bisschen den Kopf zerbrochen, aber ich habe was gefunden. Die Trittstufe muss hier ausgebaut werden. Dazu muss dieses Teil mit drei Schrauben hier abgeschraubt werden. Und dann muss die Trittstufe rausgenommen werden. Das ist alles selbsterklärend. Hier sind so Schrauben, die löst man und dann kann man das rausnehmen. Und dann habe ich hier diesen Durchgang gefunden. Hier ist eigentlich das Kabel drin von der Seitenbeleuchtung. Und dort kann man rein in der B-Säule in einem Bogen und kommt dann hier unten wieder raus. Zeige ich gleich noch mal ein bisschen von unten. Das Gute ist, dass man an dem Kabelbaum von dem Teil, dass man den trennen kann. Weil hier sind ja so Y-Stücken dran. Genau, den kann man trennen am Kabelbaum. Und so kommt man richtig gut mit so einem kleinen Stück natürlich hier durch jedes kleine Loch, was die Hersteller übrig gelassen haben. Ja, freue ich mich. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier durch. Noch ein bisschen schick machen. Dass hier nichts kaputt geht. Also schön immer durch Gummi ziehen. Ja, und dann hier insgesamt rein. Was ich ja ganz geil finde, damit man die Trittstufe auch im Dunkeln sieht, gibt es optional noch
so ein LED-Teil. Das klebt man an eine saubere Fläche unten drunter und dann ist die Trittstufe auch richtig geil beleuchtet. Hier mit einem wasserdichten Stecker, der auch im vorgefertigten Kabelbau mit drin ist. Einfach nur anklemmen und dann sollte das auch leuchten. Den klemmen wir jetzt alles mal unten drunter an. So, dann kommt der Kabelbaum hier auch noch dran. Jetzt ist alles verkabelt soweit. Und jetzt kann die Stufe angeschraubt werden. Ich zeige euch jetzt nochmal die Kabel hier. Ja, hier ist ein kleines Knäuel, aber das habe ich alles hier ins Fach reingelegt. Das ist alles sicher und schlappert nicht rum. Genau. Das sieht für mich, denke ich mal, ganz okay aus. Cool. Das ist die Stufe. In der Stufe sind zwei Nutensteine eingeschoben, links und rechts. Und die Nutensteine kommen in die Aufnahme oben in dieses Fach. Das ist gedrittelt und von hier werden sie dann mit der Schraube angeschraubt. Hier rein. Genau. Wow, macht ja so schon was her, so ein bisschen. Schön. Der Vorteil von diesem Klappmechanismus ist auch, dass man die Bodenfreiheit fast komplett behält. Wenn ihr das mal seht, also die trägt nicht so hoch auf wie so ein Monsterklopper darunter. Ja, ganz geil. So, jetzt nur noch die Elektrik. So, da sind wir. Mein Plan ist es, dass ich das Kabel hier unten lang lege. Also irgendwie hier so durch. Vielleicht hier hoch. Oh ja, das sieht gut aus. So, ich sehe gerade, es ist einfacher als gedacht. Man muss das hier nur aus dieser Lasche hier hochziehen. Und dann kann man das Ganze schon unten durchstecken. So, bevor hier was passiert, machen wir mal die Sicherung raus. So, wir haben hier noch den Schaltdraht. Das heißt, wenn die Tür aufgeht, geht die Stufe rein. Und dazu müssen wir noch eine Masseverbindung zu einem Magnetschalter legen, der hier in der B-Säule ist. Das ist jetzt ein bisschen tricky, den an die richtige Stelle zu kriegen. Deswegen klebe ich den jetzt hier an die Strippe von der Seitenmarkierungsleuchte und hoffe, dass der dann hier mal mit rauskommt. Geil. Achso, kann ich euch gleich mal weiter erklären. Und dann möchte ich von hier aus kommt man nämlich an diese Wand. Und da möchte ich den Magnetschalter hinpacken. Wenn die Tür zu ist, wird er geschlossen und dann geht die Tür zu. Und dafür brauchen wir den hier. Der geht dann quasi auf Masse. Und die Masse, die holen wir uns von diesem Massepunkt. Das heißt, wir legen uns noch ein Massekabel hier hin. Hier durch auch zu dem Magnetschalter. Wir brauchen jetzt einen Magnetschalter. Das ist dieser. Der wird mit einer Einnietmutter in die B-Säule gepresst. So habe ich mir das vorgestellt. Und wir brauchen den Öffner. Das heißt, der ist jetzt geschlossen. Einmal schwarz, einmal weiß.
Jetzt ist die Tür quasi auf. Die Verbindung ist ja, da und die Stufe fährt aus. Wenn ich jetzt den Magnet dran mache, zack, Stufe fährt rein. Also wenn die Tür offen ist, brauchen wir eine Verbindung. Das heißt, wir brauchen Schwarz und Weiß. Eigentlich ganz einfach, weil Weiß war im Kabelbaum schon da und Schwarz ist die Masse, die wir uns neu gezogen haben. Cool. So, jetzt werde ich den hier irgendwo reinbohren. Machen wir mal hier eine Kabeldurchführung. So, sehr schön. Gut, so, dann schrauben wir den schon mal rein. So, dann gibt es hier noch eine Kontermutter und die Ausrichtung machen wir dann später, aber ich denke mal, erstmal müsste das so reichen. Cool. So, dann geht es hier weiter, den Kabeln. So, der Strom. Minus habe ich hier schon angeschlossen, einfach mit auf den Bolzen drauf, der nach hinten geht. Und beim Plus habe ich mich für den Bolzen hier entschieden, weil unterirdisch sind die alle miteinander verbunden, oben mit dem Blech auch, also macht das hier gar nichts aus, wenn wir den hier noch mit dran machen. Die Sicherung hatten wir ja rausgenommen. Genau, und jetzt kann der hier wieder richtig rangeschraubt werden. So, schön vorsichtig anziehen. Super. So, dann ist das jetzt hier auch fest. Die Steckerlinie hinten, es gibt ja das schöne Steuergerät. Sieht so aus, schön vergossen. Das ist ein Werkstattschalter. Damit die Stufe nicht rausfährt, ist für einen Werkstattbetrieb. Probieren wir gleich mal alles. Steckern wir mal alle dran hier. Ja, kodiert, sehr gut. So, knack, eingerastet. Der steht jetzt auf 0, der Schalter. Das packen wir erstmal hier so rein. Und jetzt verbinden wir mal die Sicherung. Knicknack, knickknack, knickert hat's gemacht. Na, gehen wir mal raus. So, zur Sicherheit habe ich den Magnet ist dran hier, zur Sicherheit. Also Tür ist zu. Jetzt verbinden wir den auch mal. Okay. So, jetzt machen wir die Tür mal auf. Jawollo. Wie geil ist das denn? Hallöchen! Wie geil! Ich freue mich! Wie geil ist das? Mensch! Jetzt haben wir wieder eine Stufe und vergessen die nicht, weil die immer mit dabei ist. Wo ist der Magnet? Ja, so geht's los. Magnet verloren. So, jetzt testen wir mal hier den Schalter. Da müsste er theoretisch zugehen. Genau, so ist er. Wenn wir Magnet wieder ranmachen, passiert gar nichts. Also, Werkstattschalter funktioniert auch. Jo, jetzt heißt es, alles ein bisschen hübsch machen, einbauen wieder alles und fröhlich sein. Bis gleich. So, fertig ist die Stufe. Der Einbau war eigentlich ganz einfach. Ein bisschen tricky sind die Bohrungen hier vorne, weil man da nicht so richtig viel Fleisch hat. Da muss man ein bisschen drücken und ordentlich bohren. Aber ansonsten alles kein Hexenwerk. Also ist richtig geil und wir freuen uns jetzt hier so, dass wir so geil die Stufe hier haben. Und mir ist noch was aufgefallen. Für den Fall, dass mal was davor steht, der merkt es und hört dann auf. Dann bleibt er stehen. Cool, ne? Den Massekontakt kann man, wenn man möchte, natürlich noch erweitern mit einem kleinen Relais. Das heißt, wenn die Zündung an ist, dann schaltet ein Relais die Masse und dann würde auch bei eingeschalteter Zündung die automatisch wieder einfahren. Kann man alles machen. Eiffeldynamik.
ETB 90, die geilste Trittstufe, wie ich finde. Wow! Wenn es euch gefallen hat, der Einbau von unserer Trittstufe, haut mal in den Kommentar, wie ihr die Stufe findet. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Tschüssi!